Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und einer neuen Bücherwoche, in der ich 4 Bücher gelesen habe und darunter ein wirkliches Highlight, wenn nicht gar des Jahres, ein Thriller-Highlight, aber ja, dazu ein bisschen später. Ich möchte das Video mit einer kleinen Ankündigung beginnen, denn in der nächsten Woche am 23.24., ja, müsste so sein, ne? November ist die Buch Berlin in, ja, Berlin, wie es der Name schon sagt. Ich werde am Samstag auf der Buch Berlin sein. Ich bin sehr gespannt. Es ist mein erstes Mal in Berlin auf dieser, ja, Fantasy-Messe. Es ist wohl gar nicht vergleichbar mit Leipzig oder gar mit Frankfurt oder ähnlichem. Aber es macht einen ganz gemütlichen, urigen Eindruck, sage ich mal so. Und ich werde Samstag da sein. Habe jetzt schon mal ein klein wenig ins Programm gelinst und gesehen, dass Bernhard Hennen kommt. Und ich überlege tatsächlich, ob ich den ersten Teil der Azur-Reihe, den ich auch als echtes Buch hier habe, mir vielleicht signieren lasse. Mal sehen, ob ich ein Buch mit nach Berlin nehme. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr schon mal auf der Buch Berlin wart, ob ihr es vielleicht dieses Jahr vorhabt, ob wir uns da vielleicht Samstag irgendwie über den Weg laufen könnten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da schon da wart, ob ihr kommt und also jetzt auch dann die Info an alle, die da sein werden und an mir vorbeilaufen und gerne Hallo sagen möchten, bitte macht es einfach, ich bin leider so ein bisschen gesichterblind und wenn ihr aber Lust habt, dass wir so ein bisschen quatschen, dann sprecht mich gerne einfach an. Ich werde Samstag, ich weiß noch nicht so richtig die Zeit, ich denke mal ab frühen Mittag, auf jeden Fall auf der Buch Berlin sein und freue mich schon sehr, das so ein bisschen zu entdecken. Und letztes Wochenende war ja das Bücherfreunde-Treffen in Würzburg. Ich habe dazu auch einen kleinen Vlog gemacht. Ja, ich bin nicht die begnadeste Vloggerin. Ich habe mich sehr bemüht, immer dran zu denken, ein bisschen was mitzudrehen und habe euch den Vlog am Donnerstag auch schon online gestellt und vielleicht hat er euch ja so ein bisschen gefallen. Das nächste Bücherfreunde-Treffen ist im Februar geplant. Ich glaube, jetzt der Ort stand aktuell noch nicht fest. Wer aber aus Bayern ist oder Umgebung und sagt, er möchte gerne mal bei so einem bayerischen Bücherfreunde-Treffen dabei sein, der guckt einfach mal in die Infobox. Ich packe die Facebook-Gruppe nochmal unten rein, beziehungsweise guckt euch auch gerne den Vlog vom Donnerstag an. Da habe ich das auch nochmal verlinkt. Und das war es jetzt auch schon mit Ankündigungen, Rückblicken und Ähnlichem. Ich denke, wir fangen jetzt mit den Büchern an in chronologischer Reihenfolge. Als erstes habe ich beendet. Keine Ahnung, ob das richtig ist, von Julia Engelmann. Durch das weiße Cover wird man jetzt wahrscheinlich durch das Licht gar nicht so viel sehen. Das ist, jetzt glaube ich, das 5. Buch von Julia Engelmann. Und wurde von mir gehört. Dann habe ich von Gabriela Urban Wie Buddha im Gegenwind gelesen. Ein Buch, das mir vom Verlag auch zur Verfügung gestellt wurde. Und wir bereisen hier mit der frisch gewordenen jungen Mutter 22 Länder. War ich sehr neugierig auf dieses Buch. Dann, das Highlight sozusagen der Woche und auch so ein bisschen mit das Jahreshighlight an Thrillern ist dann Offline von Arno Strobel. Tatsächlich mein erstes Buch von Strobel und hat mich, ich sag's direkt umgehauen. Und das letzte Buch war dann Das Glück der kleinen Gesten von Chantal Sandion und Melanie Alexander. Ein Buch, das ich, glaube ich, über Lovely Books gewonnen hatte und das jetzt dran war, gelesen zu werden. Aber wie immer, wir starten chronologisch und zwar mit dem Hörbuch der Woche, was tatsächlich an sich gar kein echtes Hörbuch war, denn es hat ein bisschen was über eine Stunde nur Hörzeit gehabt. Und das Hörbuch wird von der Autorin Julia Engelmann selbst vertont. Das war, glaube ich, bei ihren anderen Hörbüchern auch schon der Fall. Es ist ihr 5. Buch und, soweit ich mich wirklich entsinne, habe ich alle 5 jetzt im Grunde gelesen. Es ging ja los mit Eines Tages, Baby, und damit ging ja auch so ein bisschen das Poetry Slammen in Deutschland um, hat man so das Gefühl. Sie war so die erste, die wirklich mediale Aufmerksamkeit hatte.
Und auch mit einem Text, der es absolut verdient hat, dass er millionenfach angeklickt wurde, wie ich finde. Ja, ich bin ja seit etwas über 1,5 Jahren auch regelmäßig jetzt beim Poetry Slam bei uns vor Ort dabei. Macht mir mega Spaß und umso mehr habe ich mich dann auch auf keine Ahnung, ob das richtig ist, von ihr gefreut und ja, habe das Hörbuch gefühlt wirklich so in einem Atemzug am Sonntag, Spätnachmittag, ja, gehört. Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen irritiert war, als ich in die Songliste geschaut habe, denn es sind mit Ansage und Outro 34 Texte. Wer jetzt aufgepasst hat, hat schon mitbekommen, dass es nur ein bisschen was über eine Stunde Hörzeit hat. Und hier war ich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, im Durchschnitt hat dann keiner der Texte 2 Minuten gedauert. Und da muss ich echt sagen, das fand ich ein bisschen komisch. Wenn man denkt, dass so die Regel beim Poetry Slam, ich glaube, 7 Minuten sind, ja, war ich doch ein bisschen überrascht. Es sind tatsächlich für mich zu kurze Texte. Sie sind unglaublich kurz. Die konnten auf mich überhaupt nicht wirken. Sie halten auch nicht nach. Und kaum war man irgendwie so im Rhythmus des Textes, war er im Grunde auch schon vorbei. Ich habe das bei den anderen Büchern von ihr anders in Erinnerung, beziehungsweise war ich zumindest von den ersten 3 Büchern sehr, sehr angetan. Ich weiß, dass sie beim letzten schon ein bisschen für meine Begrifflichkeiten ein bisschen geschwächelt hatte, aber hier ist kein Text dabei, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, der ein besonderes Wow-Effekt irgendwie hatte. Ich habe mir auch kein Kreuzel irgendwie hingemacht, was ich sonst durchaus tatsächlich mal tue oder mir so ein Sternchen reinklebe. Ich muss sagen, das war für mich so eine Stunde okay. Und ja, ich habe mir tatsächlich dieses Hörbuch auch auf normaler Geschwindigkeit angehört, weil ich finde, dann wirkt Poetry Slam oder diese poetischen Texte tatsächlich am besten. Es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen, weil es überhaupt nicht, ja, nachhalt keine Wirkung gezeigt hat. Also ich ehrlich sehr enttäuscht bin, wenn ich ehrlich bin. Und es ist wirklich der schwächste Band bisher. Und man hatte so das Gefühl, sie hatte gar keine Lust auf lange Texte, auf Texte, die etwas bewegen, die etwas in einem auslösen. Es waren oft banale Themen und ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie nicht gut. Es ist unglaublich schade, weil ich sonst die Texte von Julia Engelmann sehr, sehr mochte. Aber mit keiner Ahnung, ob das richtig ist, kann ich eigentlich nur sagen, nee, es war nicht richtig, es war mehr als falsch. Und es war nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich mega schade, kann ich nicht empfehlen. Also wer mit poetischen Texten Poetry Slam anfängt, der greift eher zu den ersten Büchern der Autorin. Da gibt es ja Eines Tages Baby, dann Wir können alles sein Baby und auch Jetzt Baby. Und ich glaube, alle mit einem Baby im Titel taugen definitiv mehr als, ja, was jetzt wir hier mit keine Ahnung haben. Wahrscheinlich liegt es an keine Ahnung. Leider, es gibt nicht allzu viel Positives dazu zu erzählen, deswegen halten wir uns einfach kurz und quatschen dann lieber über die anderen Bücher ein bisschen länger. Ja, eins der anderen Bücher ist dann Wie Buddha im Gegenwind von Gabriela Urban, ein Buch, das mir vom Combook Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Vielen lieben Dank dafür. Alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr da euch die Klappentexte durchlesen wollt, die Infos zu den Büchern haben wollt, schaut einfach unten vorbei. Da packe ich immer alle Informationen rein. Ja, die Autorin Gabriela Urban erzählt uns in diesem Buch ihre Reisegeschichte als Mutter, denn an ihrem ersten Tag in der Elternzeit bekommt sie in ihrer damaligen Anstellung die Kündigung, um mit fast 40 und gerade neugeborenem Kind ohne Job hat sie sehr viele Ängste, sehr viele Gedanken und ja, besonders ihre Zukunft ist natürlich jetzt sehr, sehr unsicher. Sie hat zwar einen Mann an ihrer Seite, aber ja, sie merkt irgendwie nicht, dass es nicht mit dem Mann stimmt, sondern was passiert jetzt mit ihrem Leben? Wie will sie dieses Leben verbringen? Sie packt dann ihren Rucksack samt ihrem kleinen Kind und macht sich auf den Weg einmal um die Welt gefühlt. Wir begegnen ihr in 22 Ländern. Wir erleben diese mit ihr. Wir teilen mit ihr sozusagen ihre Erfahrungen oder sie teilt sie mit uns, so rum, entschuldigt. Und ja, wir sind in 22 Ländern unterwegs. Ich weiß gar nicht, war da vorne, nein, war keine Karte irgendwie drin mit den Ländern. Und, oder hinten drin, ich dachte mir, ich hatte das, ach, ich habe, glaube ich, mir das im Internet angeguckt, so ein bisschen ihre Reiseroute. Aber wir sind tatsächlich gefühlt überall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es stand wirklich nicht im Buch mit den 22 Ländern. Ja, wir sind so Malaysia, Kolumbien, in der Ukraine und
Ja, also wir sind gefühlt überall unterwegs. Ach, hier vorne war es drin. Angefangen mit Lissabon, Malaysia, Europa, Kambodscha, Guatemala, El Salvador, Georgien, Ukraine, Kiew, Honduras, Nicaragua, Sri Lanka und ja, sind also gefühlt wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Zusammen mit ihr und eben ihrem Kleinkind, was natürlich in den 22 Ländern dann so ein bisschen größer wird sozusagen. Ja, wir haben hier einen sehr flüssigen Schreibstil. Wir haben hier eine Frau, die weiß, wie sie sich ausdrückt, wie sie Gedanken in Worte fasst, die sehr ehrlich mit ihren Gedanken ist und auch mit uns teilt, die wirklich Zweifel auch mal an den Start bringt und uns wirklich erzählt, was ihr durch den Kopf geht, wie ihre Vergangenheit so ein bisschen aussah, wie das ist mit dem Kind, welche Ängste sie hatte, was sie jetzt auch für die Zukunft für Ängste hat. Und irgendwann merkt sie aber, dass sie einfach nur im Jetzt und Hier sein müsste und ja, lernt das sozusagen auch ein bisschen. Ist natürlich auch so im kleinen Abenteuer dann auch so ein bisschen Achtsamkeit verpackt. Und das macht Gabriela Urban für mich wirklich sehr, sehr gelungen. Sie hat sehr spannende Begegnungen, Abenteuer, die natürlich jetzt nicht das größte Maß von Bergsteigertum oder so haben, aber natürlich für sie und einem kleinen Kind sind es große Abenteuer, sei es mit Tragehilfe irgendwie durch den Urwald. Und ja, sie trifft dort auch oft auf andere Menschen natürlich, aber auch auf andere Mütter mit kleinen Kindern. Und ja, da tut sich da so ein bisschen eine Community zusammen und das fand ich sehr schön zu sehen, wie sich die Frauen da alle wirklich auch Mut gegenseitig machen und dass eigentlich in unserer heutigen modernen Zeit nichts mehr unmöglich ist. Und es ist tatsächlich auch ein Buch, das sehr mutmachend ist, inspirierend ist, das uns zeigt, ja, auf was wir uns besinnen sollen. Und natürlich ist so ein Reisebericht am ehesten auch für Menschen geeignet, die gerne reisen, die gerne ferne Länder entdecken wollen, die da auch so einen gewissen Inspiration mitnehmen, eine Motivation mitnehmen. Ich glaube, jemand, der einfach gerne ja, in seinem Garten liegt, was ich jetzt gar nicht schlimm finde, der wird hieraus natürlich nicht so viel Spaß beziehen wie ich, die auch schon viel auf der Welt unterwegs war und das auch immer noch gerne macht. Und kommt zwar immer gefühlt, immer natürlich immer zu kurz, aber ja, man da einfach das Gefühl bekommt, dass Reisen eben doch sehr oft auch Freiheit bedeutet und dass man eben auch alles schaffen kann. Und das macht Gabriela Urban in einer Art, erzählt sie uns das, die ich wirklich sehr gelungen fand. Es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Es sind auch tolle Fotos überall mit verteilt und man kann da auch so ein bisschen beobachten, wie ihr Kleiner sozusagen größer wird. Und das hat mir auch wirklich viel Spaß gebracht. Es ist sehr, sehr empfehlenswert, hat tolle Eindrücke wiedergegeben, hat uns die Welt ein bisschen näher gebracht und ja, auch die Entwicklung von Gabriela Urban über diese Reisezeit in diesen 22 Ländern ist sehr faszinierend zu beobachten. Wer gerne Reiselektüre liest und hier vielleicht mal zu etwas anderer Art von Reiselektüre greifen möchte, einfach weil hier eine Mutter schreibt, die eben ganz frisch gebackene Mami ist, wo man natürlich dann einfach nochmal andere Herausforderungen hat, ja, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben, kann ich empfehlen, hat mir große Freude gemacht und ja, war wirklich sehr mutgebend. Dann kommen wir zum Thriller-Highlight, ja, wahrscheinlich tatsächlich auch des Jahres, aber zumindest zum Buch-Highlight der Woche. Und es ist Offline von Arno Strobel. Ich habe das Buch als E-Book hier und wurde mir empfohlen von ja, zwei Freundinnen, ganz unabhängig voneinander. Und hat mich sehr gefreut, dass beide geschwärmt haben und es dann auch bei mir eingezogen ist. Ja, es ist mein erstes Buch von Arno Strobel. Ich habe, glaube ich, ein Buch von ihm und Ursula Ponsnanski hier, aber das noch nicht gelesen oder gehört. Ich glaube, es habe ich als Hörbuch. Und ja, war sehr gespannt auf Arno Strobel. Also ich habe über das Buch schon so ein bisschen gehört, dass alteingesessene Fans von Arno Strobel sie es nicht so mochten. Aber all die, die sonst Arno Strobel vielleicht nicht kennen, die waren begeistert. Also es scheint irgendwie eine Entwicklung in seinen Büchern zu geben und ich ja, gehöre jetzt definitiv zur Fraktion, der Offline gefallen hat. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen, meist Kollegen oder auch Paare, ganz unabhängig voneinander, die in einem Detox-Camp ja, sich von ihrem Handy, vom Internet entwöhnen wollen. Das machen sie mehr oder weniger freiwillig, geben ihr Handy ja, tatsächlich an Bord einer Fähre, glaube ich, ab.
und wollen dann 5 Tage in einer Hütte im Berchtesgadener Land verbringen. Sie sind dazu auf dem Watzmann. Und ja, dieses Detail konnte ich mir deswegen so gut merken, weil ich auch schon mal auf dem Watzmann war und mir diese Berghütte unglaublich gut habe vorstellen können. Also ja, definitiv. Doch ja, bereits in der ersten Nacht passiert etwas sehr Grauenvolles mit einem der Gäste. Und was da passiert, es ist blutrünstig, widerlich und wirklich schrecklich. Und ja, jeder ist dann irgendwie verdächtig und jeder hat auch irgendwie ein Geheimnis, irgendwas in der dunklen Vergangenheit. Zudem haben wir auch 2 Hausmeister, die natürlich auch nicht ganz unschuldig wirken. Und ja, jetzt geht natürlich das Rätsel los. Was ist da passiert? Wie ist es passiert? Was ist der Grund dafür? Und wie kann man mit einem kaputten Funkgerät jetzt doch irgendwie in dem Schneesturm irgendwie ja, sich sicher fühlen? Und ja, hilft es da, gemeinsam zusammenzuhalten? Oder ist doch jeder einfach verdächtig? Das klingt erstmal nach einem Buch, wo man sich denkt, naja, so in einer einsamen Hütte eingesperrt zu sein, das ist jetzt natürlich nichts komplett Neues und auch, dass die natürlich dann jetzt kein Handy dabei haben, kein Internet, einen Schneesturm. Ja, das klingt nach einem Setting, das durchaus ein normaler Thriller hergibt. Ja, da gebe ich jedem recht, das dachte ich anfangs auch. Und ich fand tatsächlich auch den Gedanken gar nicht so abwegig, dass man in so ein Detox-Camp geht, ohne Internet, ohne Handy. Und die Vorstellung, dass da etwas passiert, weswegen es damals Sinn machen würde, dass man ständig online ist, ja, ist fast klar. Weswegen ich dieses Buch aber so feiere und es so innovativ finde, ist tatsächlich die Motivation dahinter. Also nicht der einzelnen Leute, die gerne offline sein wollen, sondern die Motivation, die hinter, ja, es ist natürlich ein Thriller, es ist etwas Schreckliches passiert und irgendwer hat diese Schreckliche getan. Und diese Motivation fand ich unglaublich innovativ, krank und irre und dennoch wahnsinnig faszinierend. Und das passt, glaube ich, alles gerade gar nicht zusammen, aber das sind so meine Gefühle dabei. Zudem ist der Spannungsbogen unglaublich gespannt. Ich habe das Buch angefangen am Abend, habe so 80, 90 Seiten gelesen, bin gut reingekommen, war wirklich sehr fasziniert von diesem, wie Arno Strobel es geschafft hat, mich zu fangen, wie er die Charaktere näher gebracht hat, wie er sie ja so ja, mit uns sozusagen diesen Einstieg in dieses Detox-Camp begleiten lässt. Und dann dachte ich schon so, nachts irgendwann Licht ausgemacht, dachte, ja, das könnte doch mal ein cooler Thriller werden. Und am zweiten Abend habe ich dann wieder begonnen zu lesen und ich habe das Buch dann um 0.55 Uhr beendet. Was darauf hinweist, ich konnte es kein zweites Mal mehr aus der Hand legen, weil ich echt fand, dass es wahnsinnig erzählt war. Es war packend geschrieben, es war bildhaft, es war lebendig, es war einnehmend, es war furchteinflößend, es war sehr direkt und man war förmlich vor Ort. Man hat die Luft gerochen, man hat das Grauen vor Augen gehabt und man war einfach nur schockiert. Und seit langem war ich tatsächlich sehr froh, in meinen eigenen 4 Wänden zu sein und jetzt nicht unbedingt das Licht nachts anzulassen, aber ich bin tatsächlich dann aufgestanden und habe geguckt, ob die Wohnungstür abgeschlossen ist. Ja, also es war ein sehr nervenaufreibender Thriller, der mich wirklich sehr, sehr mitgerissen hat. Es war an mancher Stelle schon sehr brutal, das muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt, ich sag jetzt mal so eine etwas zart beseitete bei Thrillern. Ich mag es nicht zu blutig. Ja, das mag ich tatsächlich nicht. Es war hier schon. Und es wirkte dadurch auch sehr verzweifelt und sehr verzweifelnd und es war an mancher Stelle schon fast unerträglich. Aber ich konnte es hinnehmen, verarbeiten und war weiterhin immer unglaublich gespannt, was noch passiert. Und die Wendungen sind der Wahnsinn, die Geschichten dahinter sind irre. Die Auflösung, mit der hätte ich nie und nimmer gerechnet. Ich hatte immer mal irgendwem in Verdacht, habe mich aber dann dabei ertappt gesehen, dass ich dachte, ah nee, das ist viel zu einfach. Und ja, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Ein Wahnsinns-Thriller, der definitiv ganz viel in mir bewegt hat, ausgelöst hat, viele Gefühle hervorgebracht hat, unglaublich viele Emotionen, die mich durcheinander wirbelten und wirklich eine spannungsgeladene Geschichte, wie ich sie selten im Thriller-Bereich, gerade auch im deutschen Thriller, erlebt habe. Und für mich dieses Jahr gehört Offline definitiv zum Jahreshighlight der Thriller und wahrscheinlich auch einfach zu den Jahreshighlights, weil es mich wirklich, ja, also auch jetzt noch, wenn ich darüber spreche und die Bilder vor Augen habe, und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, es mich wirklich so auch ein bisschen fertig gemacht hat. Und irgendwann ist man dann doch froh, wenn man Licht aus, Augen zu, wobei, ja, wer den Thriller kennt, weiß jetzt, aber gut, ja, nach dem harten Thriller war es dann doch Zeit für etwas Seichteres. Und wobei, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nach Offline schon Bock, gleich noch weiter sowas zu lesen. Ich weiß aber, dass mir das nicht bekommt, weil sich das in meine Nächte einschleicht und in meine Träume und in mein Schlafen. Und man ist ja, was man isst. Und ich glaube auch, man isst und schläft, was man liest. Und deswegen musste jetzt etwas Gemütliches her. Ja, und zwar Das Glück der kleinen Gesten von Chantal Sandjohn und Melanie Alexander. Ich habe das Buch bei Lovely Books gewonnen und mittlerweile, ich glaube, sogar 2 oder 3 Mal schon verschenkt. Und ja, tatsächlich ohne es gelesen zu haben, weil zum einen die Haptik des Buches wirklich super, super schön ist. Auch die Broschüre innen ist wunderschön gemacht. Und ich finde, dass man so eine kleine Geste wie ein Buch eben durchaus als kleine Geste für etwas verstehen kann. Und ja, deswegen durfte das Buch jetzt auch schon verschenkt werden und jetzt gelesen werden. Ja, es sind in dem Buch die kleinen Dinge des Alltags, die uns selbst ein kleines bisschen glücklicher machen. Und Glück ist ja auch das, was, wenn man es teilt, sich verdoppelt. Und um diese Geschichte dreht sich im Grunde dieses Buch. Es ist keine Geschichte, es ist im Grunde ein Ratgeber, es ist kein Roman, sondern wirklich ein Sachbuch mit Tipps und Ideen und Gedanken darauf, wie man eben mit kleinen Gesten Glück in die Welt bringt. Und es geht auch darum, dass man eben nicht wartet, dass einem Dinge passieren, sondern dass wir selbst eben einfach aktiv werden und ja, unser Glück sozusagen an uns heranziehen und wie uns das eben gelingt. Das wird in diesem Buch in 3 großen Kapiteln beschrieben. Es beginnt mit einfach nur glücklich, geht weiter über kleine Gesten, große Wirkung und am Ende haben wir eine Art Praxistest, beziehungsweise wirklich so einen Praxisteil, wo eben wirkliche Tipps und Tricks dabei sind. Und ja, gerade die ersten beiden Kapitelüberschriften behandeln eher die Grundlagen, was ich wichtig fand und auch informativ, aber es war an mancher Stelle doch ein bisschen sehr wissenschaftlich und auch trocken. Gehört natürlich dazu, was bewirkt etwas im Körper, woher kommen diese Glücksgefühle, woher kommt das, dass wir die immer wieder erleben wollen, wie passiert das in uns und ja, was bewirken diese kleinen Gesten. Das fand ich auch sehr interessant, aber es war jetzt nichts innovativ Neues. Jeder, der sich schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist da auch schon mal drüber gestolpert. Der Schreibstil ist aber sehr, sehr verständlich geschrieben, hat sehr einladend geschrieben. Es gibt keine schwere Sprache. Es ist wirklich sehr klar und deutlich und auch das Wissenschaftliche ist nachvollziehbar erzählt und eben auch für jeden, der jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich unterwegs ist. Das fand ich wirklich sehr positiv und ich glaube auch wirklich für Einsteiger in dieses Thema ist dieses Buch sehr, sehr gelungen. Was mich etwas gestört hat, ist, dass es sehr viele Anglizismen in dem Buch gibt. Also es werden Dinge einfach auch in einer anderen Sprache, meistens natürlich in Englisch, verwendet, die man aber durchaus auch hätte in Deutsch ausdrücken können. Und nein, eigentlich stört mich das nicht so, aber mir fiel es in diesem Buch sehr häufig auf, auch teilweise innerhalb eines Satzes mehrfach. Und irgendwo bin ich da immer mal so drüber hängen geblieben, gerade über Wörter, die eigentlich noch gar nicht so eingedeutscht sind, dass man sie einfach in ein deutsches Buch packen kann. Also was mir sehr oft aufgefallen ist, ist Kindness, wo ich so dachte, dafür gibt es doch auch einfach ein deutsches Wort. Warum da diesen englischen Begriff nehmen? Und ja, die Zielgruppe des Buches ist wohl eine etwas jüngere Generation, also schon durchaus wie ich sag mal unter 40, die in der Schule ja schon sehr gut, sehr viel Englischunterricht hatten. Aber ich fand es sehr, sehr schade, weil ich dachte, man erwartet hier
tatsächlich das mit diesen Begrifflichkeiten etwas anzufangen ist. Und für jemanden, der mit so einem Buch vielleicht anfängt, der erwartet das wahrscheinlich einfach nicht. Fand ich schade und wie gesagt, hat mich an mancher Stelle auch ein bisschen gestört. Das zweite, was ja nicht so ganz rund für mich war, war dann, dass der praktische Teil mit Ideen für meinen Geschmack auch etwas kurz war. Also ein Buch, das über kleine Gesten spricht, die glücklich machen und in zwei Teilen darüber spricht, wie man das kleine Glück, diese kleinen Gesten in die Welt bringt, war der Praxisteil mit Ideen dann doch relativ kurz und auch nicht sehr innovativ. Und nein, natürlich kann man das Rad am Ende nicht neu erfinden, aber da war jetzt keine peppige, frische, andere Idee dabei, die man nicht vielleicht schon mal auf Instagram, Pinterest oder irgendwo gesehen hat. Und das fand ich auch ein bisschen schade, weil gerade danach bin ich natürlich auf der Suche, der durchaus schon kleine Gesten im Alltag verstreut, auch einfach mal was Neues zu haben. Und ja, es sind zwei, drei schöne Ideen dabei, aber ja, ich fand es schade. Also es verspricht nicht ganz das für mich, was ich erwartet habe. Ist wahrscheinlich doch eher was für Einsteiger, für Anfänger oder wenn das Buch eben die kleine Geste sein soll. Denn das finde ich tatsächlich ist sehr schön, weil man natürlich Glück sozusagen dem anderen schenkt. Und indem man es ihm schenkt und er dann vielleicht aus diesen kleinen Gesten etwas macht, gibt er wieder das Glück weiter. Und so finde ich den Kreislauf eigentlich ganz schön. Ja, das Buch wird, denke ich, bei mir auch verschenkt werden und weiter wandern, um das Glück in die Welt zu bringen. Es ist schön. Ich finde auch wirklich, dass es von der Haptik toll ist. Auch von, ja, wie es sich so hält, wie man es lesen kann, hat für mich eben aber auch einfach diese zwei Kritikpunkte, die es dann nicht zu einem Highlight oder zu einem, ja, ganz perfekten Buch sozusagen machen. Und ja, das waren sie jetzt auch schon. Die vier Bücher der Woche. Ich habe am Sonntag auch noch mit Fargo angefangen auf Netflix mit der ersten Staffel. Kann zwar jetzt schon relativ viel dazu erzählen, aber zu der letzten Bücherwoche gehört das noch nicht so ganz. Deswegen werde ich in der nächsten Bücherwoche dann auch über Fargo sprechen. Und ja, Martin Freeman in einer Rolle, da ich nicht gedacht hätte, dass er die so cool spielen kann. Ja, oh, hier knackelt irgendwas. Ich glaube, meine Katze ist hier hinterm Regal. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nichts zu erzählen. Außer, dass die Buch Berlin nächste Woche ist und ja, dass ich mich darauf freue. Und ja, ich gespannt bin, wer von euch vielleicht auf der Buch Berlin ist. Das gerne in die Kommentare. Und ob ihr offline vielleicht schon gelesen habt, dann gerne spoilerfrei auch eure Gedanken zu dem Buch. Gehört ihr eher zu denen, die die alten Bücher von Arno Strobel feiern? Oder fandet ihr tatsächlich auch offline toll? Oder habt ihr vielleicht sogar einen Vergleich? Fände ich mega, mega interessant. Was ihr so ein bisschen gelesen habt, gehört habt, lasst es mich gerne wissen. Lasst uns gerne in den Austausch kommen. Und ja, das war's diesmal wieder von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.